Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir und Thomas von PlayerGaddon. Ja, heute steht mal wieder Clankrieg an und ich werde auch gleich angreifen. Ich habe gerade schon eine Folge gedreht, aber die ist leider abgekackt und ja, jetzt muss ich sie dem Clan erzählen. Mein Aufnahme. Funktioniert's jetzt? Ja, es funktioniert. Programm ist abgekackt. Ist ja nicht das erste Mal, dass Mobisen sowas passiert, aber egal. Okay, ich würde sagen, ich glaube, das ist gut, denn Frank hat gerade einen Only-Hexen-Angriff gemacht. Oh je, meine, die Gegner sind schon hasch am Fighten. Hasch am Fighten, what the fuck. Okay, unser Ziel ist es 3 Sterne im ersten Angriff und ja, dieses Ziel ist nicht einfach, das muss man zugeben. Nicht gut, David. Ja, ich kann auch nichts dafür. Mach jemand anderes. Ja, leider. Ich werde angreifen. Ah, ey, dann habe ich immer geplant, so einen Live-CW-Reporter zu machen. Und was ist? Ja, Mobisen kackt mal wieder ab. Ist ja nichts Neues mehr. Du wirst angreifen. Ich werde angreifen. Du wirst. Ey, warte, ich. Was? Wer? Wo? Ach, der andere war gemeint. Okay. Das sieht sehr gut aus für den Gegner. Sehr gut sogar. Jetzt müssen wir gucken, wen ich angreife. Soll ich das probieren? 4 zu 5. Leider. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wenn ich hier und hier die Golems hinsetze. Nee, das ist mir wirklich zu risky, diese Base. Und diese... Boah, da muss man sehr viele Mauern durchbrechen. Kann ich sowas riskieren? Ja. Ich glaube, das werde ich jetzt riskieren. No risk, no fun. No risk, no fun. No risk. Dann werde ich hier einen Golem langlaufen lassen und hier einen Golem. Okay. Leute, kein Streit. Ja, das ist wirklich sehr wichtig in einem Clan, dass kein Streit herrscht, denn sonst ist alles im Arsch. Ich hoffe, da steht kein Tesla. Los. Riese, mach was und lock die Clanburg raus. Lock die Clanburg raus, lock die Clanburg raus. Gut, alles rausgelockt, glaube ich zumindest. Jetzt hier oben, ich muss mich mit dem Kampf beeilen, denn bei Päckern ist immer das Risiko hoch, dass die Zeit abläuft und ich müsste. Okay. Ich habe leider nur 11 Bogenschützen dabei. Aber da muss ich mit halt. Warte, die Clanburg kann ich jetzt setzen, um das auszunocken. Müsste eigentlich, nein, alle auf dem Fleck und die machen Flächenschaden. Überhaupt nicht gut. Egal, ich muss jetzt mit einem Hauptangriff anfangen. Wutzauber. Mauerbrecher. Magier. Hinterher. So, noch ein paar Mauerbrecher. Einfach nur so als, weiß ich nicht, die setze ich immer alle auf einmal. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Okay. Los, hoffen wir, dass wir 3 Sterne holen. Und den nächsten Wutzauber werde ich mir noch aufbewahren. Ich setze die, glaube ich, immer... Ja, hier war der gut, denn jetzt laufen da alle in die Range rein. Ich glaube, den Sprungzauber hätte ich gar nicht mitnehmen müssen. Aber egal, ich mache immer 3 Wutzauber und 1 Sprungzauber. Und ich muss jetzt auf den Barbarenkönig achten. Zünden muss ich den noch nicht. Ich glaube, hier ins Getümmel setze ich nochmal einen Wutzauber. Und hoffe, dass es klappt. Ah nein, der Päcker hier außen wird gebraten. Und ich muss immer noch auf die Helden aufpassen. Hier ein Sprungzauber. Ja, der war jetzt nicht nötig, aber... Okay, in dem Barbarenkönig kann ich schon mal zünden. Und er sieht sehr gut aus wegen 3 Sternen. Müssten eigentlich 3 Sterne werden. Ich kann auch die Bogenschützen zu Königin zünden. Ja, 3 Sterne werden es. Geil! Der ganze Druck ist von meinen Schultern jetzt runter. Mir ist so... Oh Gott. Gott sei Dank. Lockere 3 Sterne. Ach, richtig geil. Hammergeil, wirklich hammergeil. Huh. Also da kann ich schon mal mit Stolz sagen, ich habe 3 Sterne geholt. Nicht bei der stärksten Base, aber auch nicht bei einer leichten. Ne, ich als Towner 9er habe mich an der 8er versucht, weil ich bei einer 9er, da ist mir das Risiko wirklich zu hoch, keine 3 Sterne zu holen. So, upsie. 3 Sterne. Geil! So.
Jetzt kann Catmaster stolz auf mich sein. Ladet alle Frank ein. Schnell. Geil, David. Okay. Thanks. Komm, David. Hä, was ist denn? Hä? Ja. Doppelpunkt D. Okay. Also, ich bin jetzt zufrieden mit dem Angriff. Super. Yo, thanks, bro. Der nächste kann angreifen. Greifen. Und werde ich machen. Ja, ich kann auch verstehen, dass Frank rausgegangen ist, denn... Ja, aber... Ja, ohne Hexen war blöd, aber trotzdem. Ich finde so, wenn man fair sein sollte, jeder kann mal failen und... Nein, ich... Oh. Ich hasse es so sehr, wenn sowas passiert. Okay. Einladen. Habe ich ihn eingeladen. Mit Videobeweis sogar auf YouTube. Okay. Eigentlich hatte ich vor, dass jetzt einige angreifen werden. Aber dadurch, dass die Aufnahme vorhin abgekackt ist, 20 Minuten Material schon wieder verschwunden. Aber ist ja nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Ich muss damit leben, ich muss damit leben. So. Oh, sorry, hätte dir auch Drache geben können. Ja, wir können uns aber einen gegnerischen Angriff angucken. Ja, die greifen nur mit Downy Drachen an, oder? Ah. Los, Luftabwehr, zeig, was du kannst. Mit dem nächsten Update soll ja die Luftabwehr verschlechtert werden. Nein, der hat noch als Ballons Level 6 als Backup. Geil. Die suchenden Luftminen waren gut, aber leider haben die nur einen Luftballon zerstört. Na, das sieht sehr stark nach einem 3-Sterne-Angriff aus. Sehr stark. Wobei sein Barbarenkönig down ist und eventuell... Los, Luft... Na, nur noch eine Luftabwehr. Na, das wären 3 Sterne. Das wären leider 3 Sterne. Alter, die Gegner, die sind... Mann, wir haben die als erstes unterschätzt. Die sind gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Das wird ein Dreier, ja. Das wird locker ein 3-Sterne-Angriff. Mann! Soll ich beim nächsten Drachen Only machen? Ja, kannst du machen. Mann, ey. Das sieht echt nicht gut aus. Ja, ich kann euch die Kriegsereignisse zeigen. Heroischster Fight von Abo, das kann ich euch zeigen. Aber was es wird, das werde ich euch noch nicht verraten. Ich kann nur sagen, es war knapp am Ende. Es war sehr knapp hier. Zweifache Geschwindigkeit kann man machen. Wie man sieht, die Drachen fliegen als erstes sehr schön mittig rein, aber dann teilen die sich leider auf und fliegen nach außen. Wobei man den Wutzauber mehr mittig hätte setzen können, aber ist ja jetzt auch egal. Geschehen ist geschehen und daran kann man auch nichts mehr ändern. Hätte Fahrradkette, ne? Und was jetzt sehr gut war, dass der eine Drache, der da in die Mitte geflogen ist und der hat das Rathaus kaputt gemacht, wegen sonst wäre das, glaube ich, nichts mehr geworden. Wie man auch sieht, wären es 2 oder 3 Sterne. Das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Ja, ich glaube, man sieht schon, dass es nur 2 Sterne werden. 2 Sterne mit 99% kann ich schon mal sagen. Das war extrem knapp am Ende. Hat nur noch die Elixiersammler hat gefehlt. Und ja, konnte man leider nichts mehr machen, da er ja nichts mehr zum Backup dabei hatte. Danke, okay. Na, leider hat die Folge hier nicht so geklappt, wie ich es wollte. Schade. Die 25 wird für mich empfohlen, okay. Mir auch, ja, das kann sein. Ich kann ja schon mal die Zauber für den nächsten Fight nachproduzieren. Boah, ich habe kaum Elixier mehr, ich muss gleich farmen. Okay, ich würde dann sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Die ist leider nicht so gelungen, wie ich mir es gedacht hatte. Aber wenn euch die trotzdem gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein.